Ich begrüße euch, meine hochgeschätzten Freunde. Ich begrüße auch die hochgeschätzten Zuschauer aus Deutschland. Vor ein paar Tagen wurde ich gebeten, mehr über die nordischen Völker zu erzählen. Mehr über die moderne Theorie des Ursprungs der nordischen Völker und somit auch über das germanische Volk. Im heutigen, modernen Deutschland sind es nur noch wenige, die über die Geschichte und die Herkunft der Deutschen genau Bescheid wissen. Aber nicht nur über die Deutschen, sondern auch über die Herkunft aller europäischen Völker. Ich werde versuchen, es kurz, schnell und anschaulich zu erklären und zu zeigen, wie sich die verschiedenen Völker in Europa ausgebreitet haben. Als erstes möchte ich Folgendes anmerken. Im 19. Jahrhundert waren sich sämtliche Wissenschaftler sicher und einig, dass sich die Wiege der nordischen Völker auf dem germanischen, holländischen und friesischen Territorium befindet. Damals wurde die sogenannte Theorie des Zentraleuropa geboren. Diese wurde als ein überzeugendes System seitens eines deutschen Wissenschaftlers und Anthropologen dargestellt. Er machte Untersuchungen und deutete auf Nordeuropa, das heißt Deutschland, Niederlande sowie Dänemark. Ich habe hier nur eine grobe Darstellung gemacht. Doch man kann es gut verstehen. Also genau dort tauchte eine Gruppe von Menschen auf, die andere Merkmale als die damaligen nordischen Völker hatte. Das war ca. 25.000 bis 30.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Allmählich bildete sich ein europäischer Kern, ein Zentrum heraus, welcher wiederum eine weitere Bewegung über die Balkanhalbinsel nach Kleinasien machte. Nach Meinung von Experten kamen die Vertreter der nordischen Völker erst recht spät nach Kleinasien, so um die 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Über das südliche Europa und die nördliche Schwarzmeerküste kam es zu einer Welle der Völkerwanderung. Mit der blauen Farbe habe ich diese Theorie auf der Zeichnung dargestellt. Blau und der Buchstabe L stehen für Lüge, weil es sich in Wahrheit um eine falsche Theorie handelt. Angeblich fand eine langsame Besiedlung in Richtung Osten statt, dann nach Süden und erreichte schließlich Indien und China. Eine andere Besiedlungswelle ging in Richtung Iran. So soll es ausgesehen haben. Die Wanderer der nordischen Völker trafen auf die asiatischen Völker, die sogenannten mongoloiden Völker. Diese sonderbare Theorie war am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr populär. Diese Auffassung wurde von den deutschen Wissenschaftlern Heinz Brücher, Otto Reche, Rudolf Virchow und vielen anderen unterstützt. Doch nicht nur die deutschen Wissenschaftler, sondern auch britische waren davon überzeugt, dass die weißen Völker ihren Anfang im westlichen Europa hatten. In Wahrheit ist das falsch. Die Zeit 40.000 bis 50.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung umfasst nur eine späte Epoche. Die europäische Bevölkerung tauchte viel, viel früher auf. Woher kamen sie? Diese Einwohner von Europa waren nicht nordischer Herkunft, sie waren anders und hatten andere charakteristische Merkmale. Es war ein Konglomerat der Vermischung von nordischen Völkern mit archanthropinen Völkern. In dieser Region lebten damals viele Neandertalerstämme, welche sich angeblich mit nordischen Stämmen vermischt haben sollen. Und dieses Gemisch kann man mit einem Begriff zusammenfassen, den der iberischen Völker. Die iberischen Völker sind eine Mischung zwischen Homo sapiens und Homo erectus. Faktisch ist das aber eine falsche Theorie, die den Tatsachen widerspricht. Warum? Die reinblütigen nördischen Völker kamen erst sehr viel später nach Europa. Zu dieser Zeit siedelten die iberischen Völker in den europäischen Regionen. Zudem wurde dann auch noch die sogenannte Eiszeittheorie vertreten und zu den anderen hinzugedichtet, obwohl es in Wirklichkeit keine ernsthafte Eiszeit gab. Allerdings ist das ein anderes Thema und ein anderes Gespräch. Die nordischen Völker, hier habe ich sie mit roten Pfeilen dargestellt, kamen aus dem Norden, aus unserer antiken Urheimat. Ich werde mich jetzt allerdings nicht mit den Details der Ansiedlungsetappen befassen. Hier habe ich mit rotem Pfeil die Zeit notiert, also ungefähr 13.000 Jahre vor unserer Ära. Dann kam die Zeit einer plötzlichen Abkühlung, einer Veränderung des Klimas. Der nördliche Kontinent Ariana oder Hyperborea ging langsam unter. Darüber wird in den Veden ausführlich berichtet, welche in Nordindien sicher aufbewahrt werden. Aus der nördlichen Urheimat siedelten die Vertreter der nordischen Völker in mehreren Wellen nach Süden um.
Warum? Und welchen Weg sind sie gegangen? Hauptsächlich über das Uralgebirge, weil es damals wegen einer Katastrophe zu einer Überflutung kam. Das Wasser stieg 130 bis 150 Meter hoch. Keiner kann heute genau sagen, wie hoch der Wasserpegel wirklich war, aber es steht fest, dass die Weltozeane überschwappten und die Täler überfluteten. Der sichere Weg der Wanderung führte daher natürlicherweise über das Uralgebirge und über die Bergsysteme des östlichen Sibiriens. Auf diesen Territorien, hier habe ich es gelb und hier grün markiert, haben sich zwei Hauptkerne der nordischen Völker gebildet. Dies geschah ca. 6000 bis 8000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Aufgrund der archäologischen Funde und der charakteristischen Ornamentverzierungen können wir die Zusammenhänge erkennen. Die antiken nordischen Ornamente auf den Haushaltsgegenständen sind auf dem gesamten Territorium gleichermaßen zu finden. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieser gigantische Raum, beginnend von der Donau bis nach Nordkorea und China, noch bis vor 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung ausschließlich von den nordischen Völkern besiedelt war. Und von hier aus wanderten die nordischen Völker weiter. Eine weitere Katastrophe hatte erneut eine Völkerwanderung ausgelöst. Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass Zentralasien von einer plötzlichen extremen Trockenheit und einer Dürre heimgesucht wurde. Wahrscheinlich beschreibt das Mahabharata-Epos in der Schlacht zu Kurukshetra genau diese Ereignisse. Das heißt, hier wurde erneut eine Superwaffe eingesetzt, welche die Ökosysteme zerstört hat. Und von hier ging die Völkerwanderung weiter in Richtung Osten. In der gleichen Zeit geschieht eine Verschiebung der Pole. Der Nordpol wechselt seine Position. Das Klima fängt sich etwas, aber jetzt breiten sich langsam Trockenheit und Kälte in dieser Region aus. Auch ein ausbrechender Bürgerkrieg, welcher im Epos Mahabharata beschrieben wird, führt zu weiteren Problemen. 6000 Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte das damals einheitliche Volk aus Zentralasien und Osteuropa begonnen, sich über Europa bis an die atlantische Küste auszubreiten. Wir müssen anmerken, dass die Pyrenäen erst im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung überquert wurden. In Spanien oder Iberien lebte eine andere Zivilisation. Dort haben die Iberer lange gelebt und geherrscht. Die weißen nordischen Stämme besiedelten jetzt ganz Europa, wobei ihr Bereich bis zum 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung an das Gebirgsmassiv der Pyrenäen grenzte. Später kamen dann die Kelten in Spanien an. Von den Iberern blieben danach nur noch die baskischen Völker, die heutigen Basken, übrig. Bei uns in Kaukasien sind es die Georgier und andere kaukasische Völker, welche als direkte Nachkommen der iberischen Stämme gelten. So sah die Besiedlung damals aus. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ca. 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung, herrschte hier überall dieselbe einheitliche Sprache, dieselbe einheitliche Kultur, die gleichen Ornamente und Verzierungen. Alles war einheitlich. Genauso kamen die nordischen Völker dann auch nach Mesopotamien. Hier habe ich es mit Rot eingezeichnet. Genau gesagt kamen die antiken Sumerer aus dem Norden. Die Sumerer haben sich in mehrere sumerische Stämme unterteilt. Sie waren kein einheitliches Volk. In dem nördlichen Kaukasus und in der Schwarzmeerregion bildete sich ein beständiger, starker Kern der nordischen Völker, welcher ständig Europa bis hinauf nach Skandinavien befruchtet und beeinflusst hat. Das wurde von Thor Heyerdahl in seiner Arbeit bestätigt, als er die Ausgrabungen im nördlichen Kaukasus machte. Wir können also feststellen, dass Slawen, Germanen und Kelten faktisch drei Zweige, drei Untergruppen aus einem einheitlichen Volk sind, welches im 6. Jahrhundert West- und Osteuropa und im 4. Jahrhundert das Hindustan-Territorium besiedelte. Eine starke Welle der Umsiedlung ereignete sich dann 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. In der Zeit also, als die antike Harappa-Zivilisation unterging. Es war mir wichtig, euch das zu erzählen und klarzustellen. Es gibt keinen großen Unterschied, nicht im Genpool, nicht in der damaligen Kultur dieser Völker. Slawen, Germanen und Kelten sind drei Zweige eines einheitlichen Volkes. Ich danke herzlich für eure Aufmerksamkeit.